Ja, hallo Leute, was geht? Hier ist wieder Niedernick, diesmal mit einer kleinen Videoantwort zu The Player News. Und zwar hat er gefragt, ob Modern Warfare 3 oder Battlefield 3 besser oder was von beiden besser ist. Ja, meine Meinung dazu, ja, ich werde mal gerade ein paar Unterschiede so aufzählen, was mir für jeden Teil so wichtiger war. Also zum Beispiel bei Modern Warfare, die beiden letzten Teile, die ich gespielt hatte, da hat mir besonders eigentlich der Story-Modus ziemlich sehr gefallen. Ja, der war eigentlich ziemlich gut gemacht, aber Multiplayer fand ich Modern Warfare jetzt nicht so der Bringer. Da war, ich fand den nicht wirklich abwechslungsreich oder sonst was. Es war eigentlich immer ziemlich das Gleiche, wie ich fand. Und Battlefield hat da einfach viel mehr Funktionen, besonders mit den ganzen Fahrzeugen und sowas alles. Besonders, ich habe früher Battlefield 1942, war das, glaube ich, extrem viel mit meinen Kumpels gezockt. Also da hatten wir so viel Spaß. Grafik war zwar scheiße, aber das hatten wir bis vor ein paar Jahren noch immer richtig durchgezockt. Und also nicht durchgezockt, sondern einfach im Multiplayer oder im LAN einfach die ganze Zeit gezockt und vor allen Dingen mit den Panzer, mit den Schiffen, U-Boote gab es da ja auch noch alles und was weiß ich nicht alles. Ich finde, gerade das macht Battlefield so aus und das hat Modern Warfare halt einfach nicht und das vermisse ich auch irgendwie so ein bisschen in Modern Warfare. Jetzt zum Grafikvergleich, ich habe da mal ein paar Videos geguckt und von beiden und also ich bin echt beeindruckt von der Grafik von Battlefield 3. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so geil aussieht. Dann habe ich mir noch so vieles durchgelesen von Modern Warfare 3 zur Grafik. Viele haben dann einfach nur geschrieben, das ist einfach die, ja, gleiche Engine und was weiß ich nicht von Modern Warfare 2. Einfach nur überarbeitet und so weiter. Aber das ist nicht wirklich was großartig anderes. Ja. Screenshots habe ich mir von beiden dann angesehen. Battlefield 3 einfach viel geiler. Ja, ich werde mir auch auf jeden Fall Battlefield 3 zulegen, sobald das dann rauskommt. Ich habe irgendwo gelesen, dass das im November rauskommen soll. Bin echt drauf gespannt. Ich überlege mir auch, ja, vielleicht auch noch Modern Warfare zu holen, aber ich tendiere auf jeden Fall eher zu Battlefield 3, weil das einfach umfangreicher ist und da kann man viel mehr machen. Ja, das war's eigentlich schon. Das, wie gesagt, schon eine Videoantwort zu The Player News. Ich packe da einfach mal einen Link hier in der Videobeschreibung, dass ihr das Video auch sehen könnt, damit ihr auch wisst, was überhaupt gemeint ist. Ja, das war's dann eigentlich schon. Ich hoffe, dir wurde das jetzt irgendwie bewusst, welches für mich besser ist oder was weiß ich nicht. Ich würde mir echt lieber Battlefield 3 zu legen. Ja. Ja, dann sag ich mal tschüss und bis dann.